Hallo und willkommen hier auf dem Kanal Pflanzenwahnsinn. Ja, lange ist es her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit und ich hatte wahnsinnig viel zu tun. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch über ein neues Video und lasst uns doch gleich beginnen. Ich möchte euch heute meine November-Updates zeigen, weil in der Zwischenzeit ist doch einiges passiert. Die Pflanzen haben noch mal ein bisschen Gas gegeben, bevor es jetzt in den Winter geht. Ich denke, jetzt wird dann nicht mehr so viel passieren, deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Content über den Winter. Aber dann im Frühling wird es wahrscheinlich wieder mehr geben. Ich lege gleich mal mit der ersten Pflanze los. Der erste kleine Schatz, den ich euch zeigen möchte, ist dieser kleine Glory. Und zwar macht er jetzt endlich das erste Blatt, seit er bei mir ist. Leider hat er irgendwie so ein bisschen Trips abbekommen oder hatte schon welche. Ich bin's am Beobachten. Bis jetzt sieht er eigentlich ganz gut aus und die anderen Pflanzen sehen auch wunderbar aus. Also ja, ich freue mich, wenn dieses Blatt dann endlich offen ist und ja, ich finde den Gloriosum sowieso eine so wunderschöne Pflanze und hätte gerne so große Blätter, aber da müssen wir wohl noch ein bisschen Geduld haben. Die nächste kleine Pflanze, die ich euch zeigen möchte, und das ist wirklich ein Schätzchen, ist mein kleiner Philodendron Nikans. Und das ist eigentlich eine, oder zwei Kopfstecklinge sind das. Da wächst wie Sau. Also das ist wirklich eine Pflanze, wenn ihr Anfänger seid und gerne solche Velvety Leaves habt, dann holt euch durch einen Nikans, der ist so einfach. Ich gebe dem manchmal so viel Wasser, manchmal so kein Wasser und er ist mir einfach nie böse und wächst und wächst und wächst. Also wirklich eine wunderschöne Pflanze und schaut doch dieses neue schöne Babyleaf an. Dann für die, die mir auf Instagram folgen, die haben es schon gesehen. Ich habe von meinem Freund, von einer Bekannten, durfte ich ein Stecki nehmen von einer Hoya Carnosa, glaube ich. Und jetzt ist es so, ich habe sie eigentlich, habe ich hier, das ist der obere Teil, ich habe den gestern noch auseinandergeschnitten. Unten hat sie schon Wurzeln und ja, ich freue mich total darüber. Erste Heuer, mal schauen, wie das wird. Und ich glaube, ich kann es euch gar nicht so gut zeigen, aber schaut mal, diese Sprenkel auf den Blättern, ich finde das so geil. Ja, mal schauen, wie das dann wird. Die würde ich gerne irgendwo hochklettern lassen oder rumranken. Und ja, mal schauen, was es der noch so wird. Eine Pflanze, die ja, ist eine Herzenspflanze. Und zwar ist es bald wirklich ein Jahr, bald ein Jahr her, dass wir sie gepflanzt haben. Und zwar haben wir sie am 25.12.21 gepflanzt. Das ist meine kleine selbstgezogene Strelitzie. Vielleicht könnt ihr mal auf dem Kanal ein bisschen zurückgehen. Da seht ihr nämlich, wie wir die eingepflanzt haben. Das war mal so ein kleiner Samen und schaut mal, wie hübsch das neueste Blatt ist. Wirklich schön. Ich bin gespannt, wie sie dann in 3, 4, 5 Jahren aussieht. Hoffentlich richtig groß. Das ist eine Strelitzia Raginae. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Es gibt ja noch die Nikolai, die wird noch ein bisschen größer. Vielleicht kriege ich es mal hin, von der Samen zu ziehen oder Samen zu bekommen zuerst mal und dann Samen zu ziehen, weil die gefällt mir eigentlich schon auch richtig gut, weil sie halt eben richtig groß wird. Und wir werden nächstes Jahr umziehen und ich glaube, in der neuen Wohnung hätte auch eine Nikolai ganz gut Platz und würde sich sehr, sehr gut machen. Also, aber ja, meine kleine Strelitzia, unglaublich, ein Jahr alt schon bald und ja, super süß. Ich glaube, dieses hübsche Ding ist auch schon bald ein Jahr oder schon länger bei mir. Ich müsste es mal nachschauen. Ich glaube, das war immer noch ein Blatt, das sie hatte, als sie zu mir gekommen ist. Dann hat sich hier mal noch ein kleineres gemacht und jetzt hat sie wie ein Offshoot gemacht, also es sind wie zwei Pflanzen da drin. Das war das erste Blatt dieses Ablegers und jetzt erst gerade, ich muss mal schauen, dass da nicht alles runterfällt, jetzt erst gerade hat sie dieses wunderschöne Blatt aufgemacht und oh, ich sterbe. Ich finde die Dragon Scale sowieso von der Blattstruktur her so wunderschön und weil dieses Blatt jetzt gerade noch so ein bisschen neu ist, sieht sie schon fast aus wie eine Silver Dragon.
ja, vielleicht ein bisschen weniger silvery, aber schaut mal dieses helle, wunderschöne Grün und diese dunklen Venen in der Mitte. Einfach unglaublich. Und falls ihr es noch nie gesehen habt, die Blattrückseite dieser Pflanze sieht auch einfach wunderschön aus mit diesen, ja, ich würde sagen, rotbraunen Venen da hinten. Einfach wunderschön. Eins meiner Lieblinge, weil ja, ich finde die Dragon Scale einfach wunderschön. Dann möchte ich euch noch meinen Philodendron Melanochrysum zeigen. Von dem habe ich ja ein Steckling geschnitten. Hier kann man es noch sehen. Da war die Pflanze vorhin. Und jetzt hat sie endlich wieder ein richtiges Blatt aufgemacht. Also ganz offen ist es noch nicht, aber wunderhübsch. Der zweite steht da hinten. Bei dem ist das Blatt stecken geblieben, aber jetzt macht er eigentlich auch schon wieder ein neues Auge. Und ich bin total gespannt, wie sich der da hinten am Rangstab, respektive am Moosstab, verhält. Ob der dann mal ein bisschen größere Blätter macht. Aber ich finde das eine wunderschöne Pflanze. Und schaut mal, die Farbe, die die Blätter haben, wenn sie so ganz frisch sind. Ich finde das so süß. Und die letzte Pflanze, die ich heute updaten möchte für euch, ist meine kleine Thai Constellation. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil sie hier so braun wird. Ich habe gedacht, ob ich die mal ausgraben soll und schauen soll, wie die Wurzeln aussehen. Aber ansonsten sieht sie eigentlich ganz okay aus und sie hat jetzt endlich das erste Blatt gemacht, seit sie bei mir ist. Und ja, es ist wunderschön und ich bin so gespannt. Ich freue mich drauf, wenn sie dann endlich mal Fenestrierung macht. Aber ich glaube, da müssen wir bis nächstes Jahr warten. Ja, meine kleine Thai Constellation. Und in diesem Sinne, das war's für heute. Ein kurzes, knappes Video. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was bei euch so noch vor dem Winter passiert ist. Und vielleicht auch, was ihr in Zukunft gerne sehen möchtet. Über den Winter ist ein bisschen schwierig. Vielleicht mache ich mal noch ein Winter-Update, wie Pflanzen pflegen im Winter oder so. Aber ja, lasst es mich wissen. Lasst ein Like da, Abo nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!